Herzlich willkommen bei einem neuen Finanztalk hier bei Follow My Money mit mir Andreas und ich habe natürlich auch wieder einen Gast, den Christian, den ich gleich ins Bild hole. Und da ist er auch schon aus technischer Sicht, muss ich erstmal schauen. Christian, hörst du mich? Hörst du mich? Hey, der hat wahrscheinlich wieder seine Apple-Kiste hier an, oder? Andreas? In der Tat. Es gibt nämlich neue Produkte von Apple. Die sind's nicht. Die EarPods, die wurden nicht neu vorgestellt, aber eine Reihe andere. Denn gestern war eine dieser großen Produktneuerungskonferenzen, wie es so schön heißt. Hast du es auch geschaut? Nein, natürlich habe ich das nicht geschaut und du weißt auch und jetzt weiß es wahrscheinlich jeder, der uns zumindest zuschaut bzw. zuhört, ich bin jetzt nicht der ganz große Apple-Fan, ja, um genau zu sein, gar kein Apple-Fan. Ich bin Androide, wie das so schön heißt, in der Szene erster Stunde. Ich hatte schon das G1, G1 Android-Telefon, damals von Google auch produziert und vertrieben und ich bin da eher auf der Fan-Kurve unterwegs und nicht auf der Apple-Fan-Kurve. Ja, jeder fängt mal klein an und steigt in das Technikwirrwarr ein. Und als dieses Google-Handy von dir, was du gerade so benanntest, in war, da gab es schon den Fingerabdrucksensor hier von Apple. Ja, mittlerweile hat sich das einiges geändert. Die Handys sind viel, viel größer geworden. Handy, sagt man, ist es überhaupt noch ein Handy? Wenn ich mir die großen Modelle anschaue, dann ist es ja schon vergleichsweise wow. Also das ist schon fast ein Mini-iPad. Aber das gibt's nochmal extra. Das Mini-iPad wurde gestern auch vorgestellt. Das ist dann viel, viel kleiner als das große iPad. Das große ist nämlich so groß, da sieht man mich kaum. Ich habe mir die Dinger alle mal zuschicken lassen, in der Hoffnung, so einen Produkttest machen zu können und die Geräte vielleicht auch behalten zu dürfen. Aber da ist Apple knallhart und ruft auch knallharte Preise auf. Ja, die Preise, die sind exorbitant. Also ich habe gestern, wie gesagt, ich habe es nicht geschaut, aber ich habe natürlich mich dann belesen, was da vorgestellt wurde, wo die technischen Features waren, 120 Hertz Bildwiederholfrequenz zum Beispiel und die Kameras sollen besser werden und es soll einen Makromodus geben und die Akkus werden besser. Ich sage mal, das sind die Meldungen, die wir immer irgendwo so ein Stück weit haben. Aber diesmal hat es mich tatsächlich so ein bisschen von den Socken geholt, als der Maximalpreis kam, iPhone 13. Jetzt muss ich aufpassen, wenn ich nichts Falsches sage. Pro Max in der Ausbaustufe mit einem Terabyte Speicher 1829 Euro. Also wir sind kurz vor der 2000 Euro Schallgrenze und ganz ehrlich, und dann habe ich dann so einen riesen Klopper in der Hosentasche oder eben auch vielleicht nicht. Ich rede hier vom Handy, ja, beziehungsweise vom Cellphone oder Mobile, weil dieses Handy als Bezeichnung, das ist natürlich auch so typisch deutsch, kommt ja aus dem Schwäbischen, weißt du ja, Handy, Keuschnure. Aber es ist natürlich ein Preis, der ist wirklich irre. Ja, vielleicht ist das auch im Inflationskorb mit enthalten. Deswegen wird es auch teuer, Teuerungsrate, alle Produkte werden teurer. Aber ich kann dich beruhigen, du musst das nicht mehr in der Hosentasche mit rumtragen, sondern ganz bequem einfach nur in der Nähe lassen, weil du kriegst nämlich alle News über deine Apple Watch. Und das ist das Schöne, die hat jetzt auch ein größeres Display und die ist sowas von unkaputtbar. In der Präsentation gestern ist ein Mann auf seinem Mountainbike quasi durch den Schotter geradelt hingefallen. Ich dachte erst, oh Gott, was hat er sich wohl getan? Aber es ging nur um die Uhr. Da hat er ganz kurz hier sich abgeklopft. Und alles war in Ordnung. Und das sind ja die Themen, die quasi für unseren Alltag wichtig sind. Wenn man sich wirklich entscheidet, so ein teures Gerät zu erwerben, dann möchte man auch nicht, dass es mal aus der Tasche vom Küchentisch oder sonst wo rutscht und sofort kaputt ist, sondern es soll wasserdicht sein, es soll kratzfest sein, es soll langlebig sein und dann natürlich auch den Wert so ein Stück weit über Jahre hinweg behalten. Und das ist eben einer der Vorteile, finde ich, gegenüber den Android-Handys oder Androids, wie man so schön sagt, die Wertstabilität. Ja, natürlich ist das ein Riesenvorteil. Es gibt ja keine Diskussion und wir werden ja nachher auch ein Stück auf den Aktienkurs der Firma Apple an sich eingehen. Der dokumentiert das ja durchaus deutlich, dass da auch Werte dahinter stecken und die Produkte, die eben in Cupertino entwickelt werden, zum Schluss natürlich allerdings nicht dort, auch nicht in den Vereinigten Staaten, produziert werden. Maximal werden sie dann noch zusammengeschraubt. Auch die Teile, die in einem edlen Gerät der Firma Apple verbaut werden, kommen zum Schluss aus China. Und nichtsdestotrotz, es sind hochwertige Geräte, gibt es gar keine Frage. Es ist eine Frage ganz einfach, was möchtest du haben? Möchtest du einen BMW oder möchtest du einen Mercedes fahren zum Schluss? Funktionieren kann beides,
Aber natürlich bin ich da komplett bei dir. Das ist sehr, sehr wertig. Und ich habe auch viele Bekannte, die natürlich Apple nutzen. Aber meine Anspielung am Anfang vom wegen dich nicht hören bei Konferenzen, also Webkonferenzen und so weiter und so fort, gibt es doch durchaus ab und zu mal, sage ich mal, problematische Momente zwischen Apple-Usern und den normalen Microsoft-Usern, weil natürlich das Environment da hauptsächlich von Microsoft dominiert wird. Und da ist Apple tatsächlich eher der Exot. Wir sind aber eher bei den mobilen, bei den Mobile Devices und da ist Apple eigene Liga, gar keine Frage. Das stimmt. Und warum der Aktienkurs gestern nachgab, auch das ist schnell erklärt, weil natürlich die Erwartungen sehr, sehr hoch lagen. Du hast es schon angedeutet, super Kamera verbaut, 3 Kameras sogar in dem Hochglanzmodell und man hat natürlich hier mehr Speicher und schnellere Prozessoren. Alles richtig, aber es wurden nicht alle Produkte aus der Pipeline nochmal gerefreshed. Und ich habe es anfangs schon angedeutet, die AirPods, da wurde erwartet, da kommt eine neue Version. Und ja, da haben zum einen die Apple-Nutzer ein bisschen verschnupft drauf reagiert, weil sie darauf setzten. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Zulieferer. Eine Warta heute einer der stärksten Verlierer am deutschen Aktienmarkt, weil die eben für die EarPods die Batterien herstellen und jetzt so ein bisschen gemunkelt wird. Ja, kommt da überhaupt noch was dieses Jahr? Und der nächste Punkt ist eben die Computer, also die Laptops. Die sehen dann so ungefähr aus. Da soll es auch eine neue Version geben. Sollte es, vielleicht kommt es noch vor dem Weihnachtsgeschäft. Ich möchte gar nicht von dem großen iMac reden, aber das war uns gestern Apple ein bisschen schuldig und deswegen der Aktienkurs leicht im Minus, aber kein Grund zur Panik. Das Unternehmen erwirtschaftet Riesengewinne, ist über 2 Billionen wert und damit ein Flaggschiff im Aktienmarkt allgemein. Ja, das ist absolut richtig. Das ist das Flaggschiff. Ich hatte vorhin ganz kurz drauf abgezielt schon. Der Kurs schaut super sauber aus, super direkt die Entwicklung rechts hoch. Ja. Das ist ja das, wovon alle Anleger träumen, dass es immer so weitergeht. Die Frage ist, wird es auch immer so weitergehen? Es ist eine Momentaufnahme und rückblickend dann wahrscheinlich aus 5 Jahren Zukunft. Schauen wir mal, ja, ob es dann weitergegangen ist oder eben nicht. Aber, und das ist eine wichtige Geschichte auch noch, das Thema Apple Card, iCar oder wie man es auch immer nennt. Das ist ja so ein Gerücht, was seit Jahren tatsächlich schon durch die Gegend wabert. Wurde dazu gestern auch irgendwas verlautbart, Andreas? Gar nichts. Also ich habe mir die ganze Produktkonferenz angeschaut, die war sehr virtuell mit magischen Momenten, wo man von der Küste in ein Riesenstadion reinfliegt, das Ganze auf einer großen Wand präsentiert bekommt. Also ein Car habe ich überhaupt nicht gesehen, im ganzen Film nicht. Mountainbike war das einzigste, vielleicht von Bike24, was sich hier bewegte. Aber das iCar kommt vielleicht noch. Das sind aber andere, die wiederum im selben Segment sind, ein Stück weit schneller. Und da spreche ich Xiaomi, wird es geschrieben an, aber es heißt, glaube ich, Xiaomi ausgesprochen. Oder Xiaomi oder wie auch immer. Ganz ehrlich, da habe ich auch nicht den heiligen Gral, was das betrifft, die Aussprache. Aber die sind jetzt wieder an einem Thema dran, was es auch schon mal bei Google gab. Bei Google ist es allerdings gefloppt. Auf der anderen Seite Facebook in Zusammenarbeit mit Luxottica und da genau mit der Marke Ray-Ban sind da auch am Basteln. Nämlich, früher haben wir es immer genannt, Nasenfahrrad, also sprich Brille. Und da die virtuelle Brille unterschiedliche Wege. Facebook geht eben nicht mehr drauf ein, jetzt zu sagen, okay, man muss da was in die Gläser reinspiegeln, sondern da werden Kameras verbaut. Man kann sich da Sachen ganz einfach wie so eine Art Kamera auf die Nase setzen und man kann über die eingebauten Lautsprecher zuhören. Und Xiaomi, ich nenne es einfach so, wir wissen beide, beziehungsweise auch die Zuhörer, Zuschauer wissen, worum es geht. Die sind aber eher wieder in dieser Google Glasses Richtung. Das stimmt. Und wenn man die ganzen Begrifflichkeiten, die du in den Raum geworfen hast, nochmal ordnet, so heißt das Ganze wie das Smartphone Smart Glasses, weil eben diese Kamera hilft, Texte zu lesen, sie auch gleich übersetzt. Man kann dann über den Kopfhörer hören, wie man das richtig ausspricht. Und in dem Fall würde wahrscheinlich Xiaomi rauskommen, wenn man das scannt. Die Brille ist nicht mehr so mit der Google Glasses vergleichbar, die wir hier vor 2 Jahren schon mal über die Äther gesehen hatten. Das war auch so mehr so Prototypen, hat sich nicht durchgesetzt, das Ganze. Auch die Snapchat-Brille hat sich nicht durchgesetzt übrigens, gab es auch mal, weil sie einfach auch zu schwer war. Und die Smart Glasses von Xiaomi, die wird heute Nachmittag noch einmal vorgestellt, ab 14 Uhr in der Produktkonferenz. Und das Ganze hat hier einen sehr, sehr innovativen Charakter, weil sie A, erschwinglich sein soll. Bei Google war das Modell ja über $1,000 damals und B, nur 51 Gramm wiegt. Und jeder, wow, der eine Brille trägt, der kann direkt vergleichen,
vergleichen. 51 Gramm, das ist halt wirklich etwas, was man hier mit einer normalen Brille vergleichen kann. Das Ganze mit 5 Megapixel sogar. Also man könnte Aufnahmen starten. Ich weiß nicht, ob die Datenschützer das genauso cool finden wie die Produktentwickler. Ja, mit Sicherheit nicht. Natürlich ist das immer die große Frage, was ist in dem Moment, wenn ich irgendwo in der freien Wildbahn so eine Brille auf der Nase habe, ist gleich Kamera auf der Nase habe und da einfach wild durch die Gegend filme. Ich sage mal, für den Privatgebrauch hat keiner was dagegen, aber sobald irgendwas online gestellt wird, und das ist ja wahrscheinlich auch dort Ziel der ganzen Geschichte, also es wird auf jeden Fall einen Spagat geben müssen. Und ich fand ganz lustig gerade, ich hatte einen Gedankengang, ich möchte den auch hier gerne teilen. Du hattest vorhin erwähnt, ganz kurz, Apple-Konferenz und Bike24, die wir ja vor kurzem schon mal beleuchtet haben. Ich stelle mir gerade die Frage, diese neue Brille von Xiaomi oder wie auch immer, taucht die dann demnächst bei Fielmann auf und gibt es Implikationen auf den Fielmann-Kurs oder bei Apollo Optics oder da gibt es ja noch mehrere da draußen? Wo wird die vertrieben? Bei Mr. Specs? Nein, es wird im Flagship Store in Düsseldorf von Xiaomi wird es die dann geben. Und die anderen Produkte von Apple, die gibt es auch erst demnächst übrigens. Die wurden gestern vorgestellt, man kann sie bestellen, aber die iPhones können ab dem 24. September erst ausgeliefert werden. Wenn überhaupt, die Uhr ist noch gar nicht bestellbar, die Apple Watch Serie 7, und auf die anderen Modelle wartet man. Aber wenn wir nochmal zu Xiaomi kommen, die sind im Autosegment schon deutlich weiter als Apple. Die haben nämlich verlauten lassen, dass sie bis zum Jahr 2024 insgesamt 900.000 Autos herstellen und verkaufen wollen. Also die sind sozusagen technisch auf der Überholspur, und im letzten Quartal wurden sogar mehr Smartphones als von Apple verkauft. Hört, hört. Wow, wow, sehr interessanter Fact, absolut. Ich nehme das jetzt mal auf und drehe das Ganze mal in eine andere Richtung. Produktneuvorstellung, Überholspur. Sind wir relativ zügig bei Follow My Money? Und bei Follow My Money gibt es jetzt eben auch Kryptowährung zum Handel, und das kann man ja so ein bisschen gleichsetzen mit der Überholspur, weil das scheint wohl das Segment zu sein, wo die Kunden gerade extrem drauf fliegen. Und seit sehr kurzer Zeit kann man eben über Follow My Money, über den Trading-Bereich dort eben auch Cryptocurrencies handeln, 5 Stück am Anfang. Da ist logischerweise eine Bitcoin dabei, ein Litecoin dabei. Ich will sie jetzt nicht alle 5 aufzählen, aber das ist doch auch eine Neuerung, die unseren Kunden, den Kunden von Follow My Money, einfach zu Pass kommen könnte. Das stimmt. Und so eine Neuerung zu verkünden, das kann natürlich nur jemand, der auch einen schwarzen Pullover anhat, so wie Steve Jobs damals, oder? Ich habe gesucht, aber ich habe nichts gefunden, Andreas, leider nicht. Es ist dann zum Schluss tatsächlich beim dunklen, beim schwarzen Polo geblieben. Aber ich sage mal, das ist Mode, die nicht unbedingt mit meinem Körper harmoniert. Dementsprechend muss ich dich da leider enttäuschen. Ich finde es zeitlos schick, und auch unser Format übrigens ist zeitlos, die ist auch, und jetzt spoilere ich schon mal, in andere, weitere Formate bei Follow My Money rein, als Podcast geben soll. Ja, als Podcast geben soll, und wir fangen erstmal damit an, und deswegen richten wir unsere Ansprache natürlich an die Zuschauer und Zuhörer, weil das ganz einfach die Tonspur unseres Finanztalk-Formats sein soll am Anfang. Ich freue mich da sehr drauf. Es ist zwar relativ einfach, da Sachen zu separieren, aber ich bin gespannt, wie die Resonanz sein wird, eben das als Podcast zu hören. Kann man gerne auch mal bei der Autofahrt machen, gern auch im Self-Driving-Car, gern auch im Xiaomi-Car und vielleicht irgendwann im Apple-Car. Das stimmt. Und ich kann das auch noch über die alten EarPods mir anhören, bis die neuen kommen. Bis dahin kann noch ein bisschen Zeit vergehen. Und wir sprechen uns bestimmt noch das ein oder andere Mal zu Zukunfts- und Finanzthemen. Absolut. Da freue ich mich sehr drauf, Andreas. Ich mich auch. Bis bald, Christian. Bis bald.